Die neue FH-Card ist mittlerweile in den Portemonnaies der Münsteraner Studenten zu finden und wir wollten mal von euch wissen, was ihr von der neuen Karte so haltet. Ja, eigentlich ganz gut, weil es kompakt ist. Bisher habe ich noch nicht so viel davon mitbekommen. Ich finde die eigentlich bis jetzt okay. Ich habe die jetzt nicht so viel benutzt. Wahrscheinlich für die Dinge, die hinten auf der Karte draufstehen. Dann kann man zum Beispiel in der FH zum Kopieren benutzen. Ja, aber sonst kann man die ja in der BIP benutzen, ne? Zum Ausleihen. Das habe ich schon gemacht. Für die Mensa halt eine Mensa-Karte. Studentenausweis generell, also alles in einem. Halt passend zur Corporate Identity von der FH. Das Foto ist total schlimm. Gerauscht. Ist ganz, das ist schlimm. Ganz schlimm. Aber sonst ist, aber ganz nett. Sonst ist es eine Karte wie jede andere. Ja, wie gesagt, die Karte bietet halt alles in einem. Früher hatte man 2, 3 verschiedene Karten oder Papierblättchen und jetzt hat man halt eine Karte. Naja, die Karte, wenn man sie einführt, sollte man den Studierenden auch klar machen, wann sie eingeführt wird und nicht erst in der Mensa sagen, hey, benutzt du sie erst nächstes Jahr. Ansonsten wäre es eigentlich ganz cool, wenn es auch gleichzeitig das Semesterticket wäre. Weil jetzt hat man halt so 2 Zettel und dieses Papier, also bei uns ist ja nur so ein Ausdruck, der geht halt schnell kaputt und man verliert den. Das ist ein bisschen doof.